Hallo, ich habe einen ganz kleinen DM-Haul und zwar aus dem Grund, weil ich bestimmte Produkte von einer bestimmten Firma austesten möchte. Vor einem Monat oder vor 2 Monaten, da habe ich im DM einen Aufsteller gesehen, der mich sofort angesprochen hat. Und zwar handelt es sich um die Firma Natura Siberica. Natura Siberica ist eine russische Firma, die hochwertige organische Kosmetik anbietet. Und man muss sich das so vorstellen, in Sibirien herrschen ja ganz andere klimatische Bedingungen und die Natur hat sich über Jahrhunderte nicht verändert. Und während dieser Zeit müssen die Pflanzen, die dort wachsen, natürlich auch diesen klimatischen Bedingungen standhalten und haben somit bestimmte Stoffe in sich entwickelt, die sie einfach resistent machen und die diese Pflanzen schützen, Pflanzen und Kräuter. Und diese Kräuter und Pflanzen hat sich die Firma Natura Siberica für ihre Kosmetik zunutze gemacht. Und diese Produkte möchte ich euch gerne vorstellen. Die Firma Natura Siberica hat einen eigenen Biobauernhof, wenn man das so sagen kann, oder eine Farm, wo diese seltenen Pflanzen und Kräuter gewachsen und diese Kräuter werden dann halt für diese Kosmetik angewendet. Die Firma wurde auch mehrfach ausgezeichnet für ihre grüne Kosmetik. Und ich habe mir drei Produkte mitgenommen und diese möchte ich euch jetzt gerne zeigen. Das erste Produkt, was ich euch gerne zeigen möchte, ist das belebende Creme-Peeling für den Körper. Und die Inhaltsstoffe sind sehr interessant. Unter anderem sibirischer Bioginseng, mandschurische Aralie und Kerne der arktischen Himbeere. Kerne der arktischen Himbeere regen die Zellerneuerung an. Bioginseng revitalisiert und tonisiert die Haut. Und mandschurische Aralie belebt fahle Partien. Dazu sind noch sibirische Kräuter aus Wildsammlungen als Inhaltsstoff aufgeführt. Und diese reinigen die Haut und fördern die Regeneration. Von diesen Kräutern und Pflanzen habe ich jetzt nicht viel gehört vorher. Von daher ist das wirklich sehr interessant. Ich möchte das unbedingt austesten und ich werde euch darüber berichten. Da sind 200 Milliliter drin und die Preise werde ich euch übrigens oben einblenden. Ja, ich habe einen Geruchstest gemacht und ich habe immer gedrückt und gedrückt und gerochen und gerochen und ich habe nichts gerochen, bis mir dann einfiel, dass es sein könnte, dass die Öffnung vielleicht versiegelt ist. Und tatsächlich, sie war versiegelt. Alle Produkte sind oder alle Verpackungen sind versiegelt, was ich sehr gut finde. Und der Geruch, das ist ein ganz leicht süßlicher Geruch mit einer interessanten Kräutermischung. Also diesen Geruch oder diese Art von Duft in einer Pflege habe ich bis jetzt noch nie gerochen. Ich zeige euch jetzt die Konsistenz. Wie gesagt, das ist jetzt ein Creme-Peeling. Ich habe hier eine Wasserschüssel zum Abwaschen. Und ja, mal gucken, ob ich das mit dem Fokus hinkriege. So. Ja, es riecht wirklich sehr dezent, aber doch sehr interessant. Und es ist einfach eine Creme mit ganz, ganz kleinen Peelingkörnern. Es fühlt sich an wie Sand. Es ist sehr sandig. Also die Peelingkörner sind nicht so grob. Ich finde es
fühlt sich sehr, sehr gut an, weil es halt nicht so grobkörnig ist wie manche andere Peelings. Und ich wasche das mal eben ab. Bei vielen Peelings habe ich ein Ölfilm auf der Haut. Das ist hier nicht der Fall. Also man muss sich doch danach sehr gut eincremen. Das nächste Produkt, das ist eine reichhaltige Körperbutter. Und die Inhaltsstoffe sind unter anderem Nanai, Shisandra und Wildbienenwachs. Dazu sibirische Zirbelkiefer und Wacholder, die sehr rasch einziehen sollen und die Durchblutung anregen sollen. Bio-Altai-Sanddornöl, Bio-Multbeerenextrakt und Wildbienenwachs schützen, pflegen und spenden Feuchtigkeit. Und dann noch die Nanai Shisandra mit ihrem hohen Gehalt an Vitamin E und C. Das ist ein starkes Antioxidant und boostet die Schönheit der Haut. Ach, hier steht noch, die Haut gewinnt neue Geschmeidigkeit und Festigkeit, die Oberfläche wird geglättet und die Sichtbarkeit von Zellulite gemildert. Diese hier ist noch versiegelt, da habe ich noch nicht dran geschnuppert. Ich rieche nichts. Also es ist wahrscheinlich ein sehr, sehr dezenter Duft. Und ja, es ist, oh ja, also es ist kein starker Duft. Es ist ein etwas intensiverer Duft, aber es riecht eher nach Pflege. Also da ist kein Parfüm drin, sondern es riecht einfach nach normaler Pflegecreme. Und das lässt sich wirklich sehr, sehr schön verteilen. Es ist sehr, sehr angenehm, also es ist auch nicht zu flüssig, nicht zu fest. Und wenn ich jetzt so weiter massiere, merke ich schon, dass es trockener wird. Ne? Also die Creme zieht wirklich sehr, sehr schnell ein. Aber der Duft ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Es kann sein, dass das nicht jedem gefällt. Da müsst ihr einfach mal dran schnuppern, wollte ich gerade sagen. Es müsst ihr vorher kaufen und dann dran schnuppern, weil die Produkte doch versiegelt sind. Ich bin mal gespannt, wie sie sich auf meiner Haut verhalten wird und ob sie auch wirklich das hält, was sie verspricht. An den Duft, ich weiß nicht, ob das jedem gefallen würde. Der ist ziemlich besonders. Dezent, aber doch besonders. Das letzte Produkt, was ich von der Firma geholt habe, ist die Handcreme. Schützende Tiger-Handcreme für jeden Tag. Mit sibirischem Zirbelkieferöl und arktischem Bioleinöl. Die sibirische Zirbelkiefer aus Wildsammlung schützt die Haut vor Wind, Trockenheit und Kälte. Arktisches Bioleinöl lindert Reizungen und nährt die Haut. 75 ml sind da drin und vom Duft her riecht man auch nichts. Also es ist wirklich sehr, sehr dezent. Also jetzt nehmen wir jetzt mal die andere Hand. Ja. Ups, ich habe jetzt ein bisschen zu viel genommen. Ja, ich verteile das mal eben. Ja, der Geruch ist angenehmer als die von der Körperbutter, merke ich jetzt. Oh ja, der riecht gut. Auch sehr dezent, aber es ist wirklich ein sehr schöner Geruch. Ich kann jetzt nicht sagen, wonach es riecht. Und auch hier, es verteilt sich sehr schön, sehr leicht auf der Haut. Es ist nicht zu fettig.
und der Geruch ist wirklich sehr schön. Ich kann wirklich nicht sagen, wonach das riecht. Minimal süßlich. Also der Duft, der entwickelt sich jetzt. Das ist ein sehr, sehr schöner Duft. Sehr, sehr schöner Duft. Leicht süßlich und mit einer Mischung aus Kräutern. Ja, also die Handcreme ist jetzt komplett eingezogen. Das geht auch sehr, sehr schnell. Und man merkt, dass sich, da ist kein Fettfilm, aber es ist eine Art Film, trockener Film, kann man das so sagen, ja, der sich dann halt um die Haut legt und vor Wind und Kälte schützen soll. 99% aller Zutaten sind natürlichen Ursprungs, reine sibirische Öle, ohne Zusatz von Parabenen, Silikonen, synthetischen Duftstoffen, Farbstoffen, Glykolen und ohne Mineralöle. Die Handcreme riecht wirklich sehr gut, aber ich meine, da wäre irgendwie Beere drin oder so. Keine Ahnung. Zitrone. Ja, es riecht zitronig, genau. Aber sehr schön. Wirklich sehr schön. Das waren jetzt die drei Produkte von der Firma Siberica, die ich mir mitgenommen habe. Und dann musste auch noch etwas mit, was ich austesten möchte. Und zwar von der Firma Green Door. Das ist eine Deo-Creme ohne Aluminium. Und ich habe davon schon mal gehört. Es ist ja so, der Schweißgeruch, der übel riechende Schweißgeruch, der entsteht ja dadurch, wenn man schwitzt, dass durch Bakterien sich dieser gut riechende Schweiß, dieser normale Schweiß, sich zersetzt und dann anfängt übel zu riechen. So, und diese Deo-Creme soll das verhindern, diese Zersetzung. Man soll ein bisschen von der Creme nehmen, dann unter die Achseln eincremen und nach 3 Tagen, spätestens nach dem 2. Tag kein Schweißgeruch mehr. Das natürliche Schwitzen wird nicht unterbunden. Ja, ich bin mal gespannt, ob das funktioniert. Ich schwitze nicht sehr schnell und ich dusche mich jeden Tag. beim Sport schwitze ich, aber es ist nicht so, dass der Schweiß übel riecht. Aber trotzdem probiere ich das mal aus und bin gespannt und ich werde auch darüber berichten. Das ist eine Plastikdose. Das ist aus Plastik mit einem Aludeckel. Die ist dann noch hier mit einem Schutzdeckel versehen. Und ja, hier befindet sich dann diese Creme. Die ist sehr fest. Sehr fest sogar. Wie Wachs fühlt es sich an. Und sie riecht auch sehr, sehr schön. Nach Deo. Ja, sehr schön. Da freue ich mich auch drauf. Als letztes Produkt habe ich noch den Tangle-Teaser geholt. Und zwar den mit Griff für meine Mädels. Wir haben einen Tangle-Teaser ohne Griff. Der wird heiß und innig geliebt. Wenn der einmal nicht auffindbar ist, dann werden keine Haare gekämmt. Ja, deswegen habe ich mir gedacht, da muss ein zweiter her für Notfälle und deswegen habe ich mir den mit Griff geholt. Ich denke mal, das ist in der Handhabung einfacher und ja. Das war mein kleiner DM-Haul und ich wünsche euch noch einen tollen Tag und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.